Hey Leute, der ist zurück mit einem neuen Part Game of Thrones und jetzt sehen wir mal, was Mors gerade treibt. Arryn ist einfach so tot. Ich fürchte leider, dass es wahr ist. Das königliche Siegel war noch intakt, als der Rabe ankam. Das würde bedeuten, dass er kurz nach meiner Abreise aus Königsmund starb. Ich werde zu den Sieben beten, dass seine Seele das Willkommen erhält, das sie verdient. Er war ein großer Mann. In seinem Brief erwähnte er, dass er sich vor den Leuten in seiner Umgebung in Acht nahm. Er fürchtete um sein Leben und sprach über Feinde des Reichs, die sich darauf vorbereiteten, zuzuschlagen. Ein beunruhigender Zufall. Ich wette, das hat etwas mit der jungen Frau zu tun. Wer weiß. Auf jeden Fall muss er sie als sehr wichtig erachtet haben. Wollt ihr noch immer eure Mission erfüllen, Ser Donhall? Ja, ich werde den letzten Wunsch meines Lords nicht ignorieren. Ich muss seine Befehle ausführen und einen sicheren Ort für die junge Frau finden. Da wir jetzt eine Ahnung haben, wo sie zu finden ist, wollen wir euch nicht länger aufhalten. Ihr unterschätzt die Tunnel von Mulwarft. Sie sind für Neulinge ein ziemliches Labyrinth. Ihr werdet meine Hilfe brauchen. Ich fände es auch besser, wenn jemand von uns euch begleitet. Ich wüsste gern, was in der Schenkung vor sich geht. In Ordnung. Eine Gruppe meiner Männer wartet südlich der Schwarzen Festung, auf dem Weg Richtung Mulwarft. Ich hoffe, ich kann mich mit ihnen treffen und ein paar Neuigkeiten erfahren, bevor wir weiterziehen. Mein Leutnant Jared wird meine Männer von unserer Ankunft unterrichtet haben. Ich verlasse mich auf dich, Mors. Erstatte mir Bericht, wenn du deine Mission erfüllt hast. Wir brechen sofort auf. Ich muss nur noch eine letzte Sache klären. Wie ihr wünscht, Ser. Theomar, Drick, Bayon. Ich werde Ser Donhall nach Mulwarft begleiten. Sein Lager ist ganz in der Nähe. Ich verlasse mich darauf, dass ihr euch so schnell wie möglich dorthin begebt. Ihr müsst sicherstellen, dass der Frieden in der Schenkung gewahrt wird. In Ordnung, Moos! Reiten wir los, Ser. Es ist ein weiter Weg nach Mulwarft. Ich folge euch. Nun ja. Jetzt haben wir hier aber noch... Ihr seht... Na. Geht doch mal rein. Ihr seht, wir haben da jetzt noch so ein Symbol. Das bedeutet, glaube ich, Nebenquests. Und das will ich natürlich mir noch angucken. Bevor ich dann wirklich wieder zurück in die Schenkung aufbreche nach Moorwerft. Und, ja. Jetzt könnte mal der Ladebild schon ein bisschen schneller gehen. Dankeschön. Geht doch. So. Da geht's zur Hauptquest. Ach, das ist bloß er. Okay, gut. Dann sind wir jetzt hier umsonst reingelatscht. Naja, was soll's. Nach Hause in die Kälte. Ohne Handschuh, ohne Umhang. Ach, das kriegen wir relativ schnell wieder. Überhaupt kein Thema. Das ist schon ein beeindruckendes... Bauwerk, muss ich echt sagen. Ja, das stimmt. Eigentlich müsste man immer die Waffen wechseln, aber wenn man eine gewisse Stärke erreicht hat bei den Waffen, ist das nicht weiter wild. Dann zerkloppt man mal eben auch... Entschuldigung. Zerkloppt man auch mit einem normalen Schwert eine schwere Rüstung, ist kein Thema. Und wir brechen jetzt auf. Zusätzlichen Ritter im Schlepptau und wir gehen nach Mulwarft. Und der Wind pfeift. Oh, speichern sollte ich auch mal wieder, das stimmt eigentlich. Aber sind ja Autosaves auch da. Ganz so schlimm, wird schon nie werden. Na komm.
John Arryn. Tot. Ich kann es noch immer nicht. Dieser schlaue alte Fuchs war härter als valyrischer Stahl. Ja, das sind traurige Nachrichten. Aber das wird mich nicht daran hindern, die Mission auszuführen, mit der er mich betraut hat. Ich glaube, es ist nicht mehr weit. Meine Männer haben hier in der Gegend ihr Lager aufgeschlagen. Okay, wir gehen uns erstmal umschauen. Ja, da gibt es doch bestimmt noch irgendwas. Ah! Ich bin ja froh, dass das immer markiert wird. Ja, da haben wir das Lager. Sache wurde ziemlich hitzig. Verdammt! Jared ist in einer verflucht miesen Stimmung, seit wir an der Mauer sind. Irgendetwas stimmt nicht. Das Game of Thrones, da stimmt immer irgendwas nicht. Und ja, ich spioniere das erstmal alles aus hier mit Wauzi. Mama schon. Left. Und wir gehen dann auch erstmal zuallererst wirklich zu den Soldaten mit hin. Aber ich hätte gerne noch irgendwie eine Pferde für... Ah! Gerade wo ich sag, ne? Da ist noch irgendwas versteckt. So. Das bloß mit Maus wiederfinden. Oh, ein Beamhund. Okay. Mal gucken, wie ich an das Zeug ankomme. Das ist erstmal das Lager. Und ich glaube, hier den Baumstamm komme ich hoch. Kommt der Hund durch? Wo ist er denn? Da. Nee, geht nicht. Nee, geht nicht. Spannerei. Kommst du da rauf, Maus? Nö, auch nicht. Ah, hier gibt es ein bisschen was. Komm ich da durch? Jo, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Ordentlich was an Geld. Prima. Dann war noch in den Hütten irgendwo was. Na, wie komme ich denn da rein? Hallo. Als sie mich in Wallung gebracht hat. Söldnerketten nimmt. Da könnte ich tatsächlich mal gucken. Es kann sein, dass das besser ist als das, was wir anhaben. Es ist ein bisschen besser, es ist ein bisschen leichter. Das ist gut. Das ist jetzt nicht so schick, muss ich zugeben. Also ich finde den Mantel der Nachtwache um einiges besser. Doch ich kann hier nichts bequatschen. Aber mit euch noch mal ein bisschen schnüffeln. Scheint es nichts weiter zu geben. Gut. Quatschen wir mal Robart an. Sir Dornhall, lief in der schwarzen Festung alles gut? Alles ist in Ordnung. Wie wir gehofft hatten, die Nachtwache ist hier, um uns zu helfen. Ich habe Sir Westford das Sendschreiben gegeben. Er weiß, wo die Frau zu finden ist. Was geht hier vor sich? Erstatte Bericht. Wir konnten hier ein paar Männer positionieren und das Gebiet erkunden. Die Region scheint sicher zu sein. Wir befinden uns im Territorium der Nachtwache. Das Gebiet ist natürlich gut geschützt. Natürlich, Milord. Jared ist dort entlang. Er hat ein paar Männer mitgenommen, um das Dorf südlich von hier zu erkunden. Dazu habe ich keine Erlaubnis erteilt. Jared vergisst, wer hier die Befehle gibt. Ich werde ihn daran erinnern, zu gegebener Zeit. Setzen wir unsere Reise fort, Sir Westford. Begeben wir uns nach Mulwarft. Dort finden wir Jared wahrscheinlich. Robert, ihr bleibt hier und wartet auf meine Rückkehr. Zu Befehl, Sir. Leute, ich muss nochmal sagen, ich liebe dieses Charakterdesign. Das ist so klasse.
Da sehe ich aber nur irgendwie eine Nebenquest aufleuchten. Ich hoffe, dass es jetzt hier nicht zurückgeht. Ja, das ist der Rückweg. Das ist tatsächlich der Rückweg. Das ist die Nebenquest. Mal gucken, ob ich die rausnehmen kann. Mit der Statue. Hä? Jetzt bin ich gerade ein bisschen verwirrt. Naja. Da zeigt er mir nochmal was an. Hä? Verstehe ich jetzt nicht ganz. Ob der Hund hier noch was gefunden hätte. Den Witz verstehe ich gerade nicht ganz. Sein Feuer irgendwas? Hä? Ist wurscht, ich gehe jetzt den Questmarker nach. Verdammte Axt. Scheint eh nichts weiter zu sein. Da kommt nichts mehr bei rum. Also. Ach, das ist bloß jetzt raffig's. Das ist die Anzeige im Prinzip. Bis wo ich mit dem Hund gesucht habe. Jetzt aber ab. Das Gebiet ist mir ein bisschen zu leer, was die Extras angeht, muss ich echt sagen. Aha, ein toter Hirsch. Es ist doch eine Nachricht da drin. Jetzt bin ich ein Stück weg verwirrt. Das gucke ich mir mal an. Das fand ich jetzt strange, Leute. Ah. Können wir nochmal ein Wauzi nutzen? Ich gebe einfach nicht auf, nee. ja, wo jetzt? Da. Und wie komme ich da hin? Hä? Da oben ist es. Komme ich da rein? Na komm. Ja, es geht. Ich konnte bloß nicht sehen, was es ist. Aber jetzt weiter, weiter, weiter. Ich schinde ja hier nur Zeit. Das geht nicht. Das kann ich euch nie antun. Wir müssen ein bisschen vorwärts kommen. Aha. Hier gibt es scheinbar Stunk. Du weißt doch etwas. Spuck's aus, bevor ich dir die Zähne einschlage. Bitte, ich flehe euch an. Ich weiß nicht, wovon ihr redet. Ich schwöre es, ich bin nur ein einfacher reisender Händler. Genug, Jared. Was? Ach, ihr seid es. Sir Godric. Dieser Bauer weigert sich, meine Fragen zu beantworten. Lass ihn zufrieden. Du da, du kannst gehen. Natürlich, Milord. Vielen Dank. Ich war noch nicht fertig mit ihm. Doch, warst du. Niemand quält die Menschen der Schenkung ohne guten Grund. Wenn den Mors. Und was willst du tun? Mich hängen, wie du es mit meinem Bruder getan hast? Versuch es doch. Ich bräuchte mal wieder ein bisschen Spaß. Ach, ich bin mal ein bisschen schroff. War mit Alistair jetzt die ganze Zeit so diplomatisch. Halt deinen Mund. Glaub mir, wenn ich dich töten wollte, bräuchte ich keine Schlinge. So darf keiner mit mir reden. Vor allem keine Krähe von dieser verfluchten Mauer. Halt deinen Mund, Jared. Du beschämst uns, wenn du so mit Sir Westford sprichst. Aber... Ruhe! Begib dich zurück ins Lager und warte dort auf mich. Sir Westford, sein Verhalten ist unverzeihlich. Ich bitte untertänigst um Entschuldigung. Stellt nur sicher, dass er uns nicht aufhält. Ich behalte ihn im Auge. Wie wollt ihr die Frau finden? John Arryns Brief erwähnt die Huren im Bordell. Dort fangen wir an. Glaubt ihr, sie werden reden? Die Nachtwache hat dir das Sagen. Ich hatte schon ein paar Mal mit der Bordellbesitzerin zu tun, als eingeschworene Brüder,
zu ihrem Etablissement fand. Wenn sie etwas weiß, finde ich es heraus. So. Das Dorf sieht winzig aus. Das haben wir eben nur durchkämmt. Lasst euch davon nicht täuschen. Mulwarft ist viel größer, als es aussieht. Mehr als 3/4 der Stadt befinden sich unter der Erde. Die unterirdischen Tunnel wurden von mehreren Generationen gegraben. Unter der Erde sind die Bewohner vor der Kälte geschützt. Und inmitten der Tunnel befindet sich das Bordell. Ich bin sicher, dass wir die Frau dort finden. So viel war aus dem Brief zu erkennen. Ich verstehe. Also hält sie sich unter den Huren versteckt. Nur wenige würden dort nach ihr suchen. Lord John Arryn war ein gewissenhafter Mann. So, und wir schicken erstmal einen Wauzi aus. Das ist bestimmt noch so 1-2 Sachen. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Komm mit uns. Im Süden findest du Arbeit. Hier gibt es für uns sowieso nicht mehr viel zu tun. Dieser Ort ist zu feindselig und zu wild für einfache Leute wie uns. Aber meine Familie lebt schon seit jeher im Schatten der Mauer. Also wenn du willst, dass deine Familie hier ihr Ende findet, kannst du gern bleiben. Scheint nicht mehr zu sagen zu haben, die Jungs. Schade, keine Spur. Das ist klar, ne? Rote Laterne. Gar nichts. Und ja, die Tunnel sind relativ groß, also vielleicht nicht ganz so groß, wie sie es jetzt in dem Gespräch geschildert haben, aber das ist schon recht beachtlich hier, was die unten drunter noch geschaufelt haben. Nix abzustauben, Frechheit. Ich komme hier auch nirgends rein. Also ich kann wirklich bloß den Weg der roten Laterne gehen. Ich will auf den Baum krabbeln. Hier noch was zu sagen, Jungs? Nö. Na, geh mal rein. Genug rumgeeiert heute. Bisschen Fortschritt noch zeigen. Was ich bei dem Spiel eigentlich gut finde, ist, dass es wirklich sehr, sehr, sehr rollenspiellastig ist, dass die Kämpfe eigentlich ein bisschen im Hintergrund halten. Und ihr habt auch gesehen, das eine oder andere Mal konnte ich jetzt auch schon einen Kampf ausweichen, einfach weil ich die Leute zu Tode diskutiere. Wobei das natürlich mit Alistair wesentlich leichter geht als mit Morse. Das sieht ein bisschen schäbiger aus natürlich jetzt wie das in Königsmund. Dezent. Ich lasse das mit den Hunden ein bisschen arbeiten wieder. Aha. Das ist nice. Das geht gut. Sonst noch irgendwie was Nettes? Nein, so geht das Lied nicht. Der tritt uns aus der Küche raus, da können wir nichts machen. Der ist jetzt nicht unbedingt feindlich gesinnt, der will bloß keinen Köter in der Küche haben. Ach, da können wir uns, glaube ich, weiter mit Morse umsehen, weil sonst hätte er schon die Spur aufgenommen. Die Puffmutter, zu der sage ich das wirklich so trocken. Die spreche ich mal noch nicht an. Patrick. Und es lebt ein. Den quatschen wir es mal an. Ich glaube, da gibt's jetzt Nebenquests. Wenn das nicht Morse ist, ich habe nicht erwartet, dich hier zu treffen. Hältst du wohl die Klappe? Du hast deinen Eid erst vor kurzer Zeit geleistet. Die Worte hängen noch immer in der Luft, Patrick. Bitte, Morse. Du weißt doch, dass der Lordkommandant wegschaut, wenn es um diese Sache geht. Schau dir den armen Kerl doch an. Alle Kameraden sind tot. Du weißt doch, wie es ist. Er braucht das, um seine Stimmung zu heben. Ich kann für mich selbst sprechen, Walter. Morse, möchtest du dich nicht einbringen?
Ich weiß nicht viel über dich, Patrick. Ich habe gehört, du hast einst geschmuggelt. Darüber möchte ich wirklich nicht reden, Morse. Nicht so schüchtern. Du bist doch hier unter Brüdern. Du hast bestimmt viele interessante Dinge in deinem Leben gesehen. Erzähl uns davon. Also zuerst einmal, ich war kein Schmuggler. Musstest du nicht wegen deiner Verbrechen das Schwarz anlegen? Na gut, wenn ihr es wirklich wissen wollt. Genau wie die Hälfte der Männer an der Mauer war ich einst ein Bauer mit fruchtbarem Land und einer Familie. Dann eines Tages verlor ich alles. Ich habe Hirsche gejagt und als ich heimkam, waren nichts als schwelende Ruinen mehr übrig. Die Wildlinge überfielen das Küstengebiet und das brachte sie direkt zu mir nach Hause. Meine Frau, sie war niemand, der sich von irgendjemandem herumschubsen lässt. Wenn ihr gesehen hättet, was sie ihr angetan haben. Bei den sieben Höllen, jedes einzelne dieser Wildlingsmonster verdient zu sterben. Alles, was mir noch blieb, war mein Kriegshammer. Ich hatte ihn gefunden, als ich die Starks während der Rebellion unterstützte und in den Krieg zog. Das Einzige, was ich tun konnte, war, mein Boot zu nehmen und dem Abschaum über die Seehundsbucht zu folgen. Als ich zur anderen Seite der Mauer kam, war es einfacher als erwartet. Sie dachten wahrscheinlich, sie wären auf sicherem Gebiet und waren arglos. Sie versuchten nicht einmal, ihre Spuren zu verwischen. Als ich sie endlich eingeholt hatte, war es dunkel draußen. Die Schweine betranken sich mit dem, was sie von mir gestohlen hatten. Also wartete ich auf einen günstigen Moment. Nach einer Weile konnten die meisten von ihnen nicht mehr stehen. Und dann ging ich auf sie los. Zuerst tötete ich die Wachen. Aber dann sah mich einer ihrer Männer und schrie auf. Es wurde ein Blutbad. Der Alkohol machte sie langsam und ungeschickt. So war es einfach für mich. Ich weiß nicht, wie lange das Morden dauerte. Als es vorbei war, war ich voller Blut und Wunden und meine Kleidung hing in Fetzen. Ich sagte zu mir, Patrick, du bist ein toter Mann. Lass die Kälte dich holen. Ich verlor das Bewusstsein. Als ich meine Augen öffnete, war ich in der schwarzen Festung. Ich war von Grenzern gefunden worden, die das Lager entdeckt hatten. Es dauerte einen Monat, bis ich geheilt war. In dieser Zeit bezichtigten mich die Brüder der Nachtwache aller möglichen Dinge. Schmuggel, ich wäre ein Wildling und ich konnte sie nicht vom Gegenteil überzeugen. Daher hatte ich nach meiner Genesung nur die Wahl, das Schwarz anzulegen oder am Galgen zu hängen. Du musstest eine Ungerechtigkeit erleiden, aber du tatest gut daran, dich uns anzuschließen, Bruder. Du hast jetzt eine neue Familie. Unglaublich! Ich wusste nicht, dass einer unserer Rekruten solch ein Kämpfer ist. Was ist mit dir, Walter? Wie bist du zur Mauer gekommen? Lass mich einen Moment nachdenken. Wo soll ich anfangen? Wenn wir schon bei sind, ne? Ich glaube, ich weiß, worüber du reden willst. Sag nichts, Morse, sonst verdirbst du die Überraschung. Siehst du meine Halskette, Patrick? Der Hohe Septon persönlich gab sie mir. Der Hohe Septon? Das Oberhaupt des Glaubens der Sieben? Du machst Witze. Ich schwöre, dass es wahr ist. Er sagt die Wahrheit. Aber ich bin mir nicht sicher, ob du die Geschichte wirklich hören willst. Im Gegenteil. Ich möchte sie sehr gern hören. In Ordnung. Hier ist sie. Ich führte ein einfaches und bescheidenes Leben. Genau wie du, Patrick. Genau wie die meisten Bauern der Sieben Königslande, könnte man sagen. Ich hatte eine Frau, Shorei. Sie war grazil, vollbusig, hatte immer ein Lächeln auf den Lippen. Eine gute Frau. Beschwerte sich nie ohne guten Grund. Sie war den Sieben ergeben und immer bereit, ihren Nachbarn zu helfen. Der schönste Tag in meinem Leben war der, an dem sie sich bereit erklärte, mich zu heiraten. Aber alles Gute hat ein Ende. Sie wurde krank, als sie schwanger war. Ich verkaufte alles, um für ihre Behandlung zu bezahlen. Mein Vieh, meine Felder und sogar mein Haus. All das nur, um falsche Medikamente von Betrügern zu kaufen, die aus meiner Verzweiflung Profit schlugen. Als ich schließlich herausfand, was sie taten, ging ich auf zwei dieser Mistkerle los und verpasste ihnen, was sie verdienten. Ich schlug sie blutig und ließ mir dabei Zeit. Du hast dein Schicksal gewählt, genau wie wir. Das hätte ich nicht gedacht, Walter. Ich habe dich für einen gerissenen Dieb gehalten. Es wäre besser, wenn ich das gewesen wäre. Wahrscheinlich wäre ich dann jetzt nicht hier. Ich habe 20 Jahre meines Lebens damit verbracht,
dieses Stück Eis zu bewachen. Und im Gegensatz zu dir würde ich es nicht noch einmal tun, wenn ich es müsste. Also dabei erwischten sie dich? Nein, nein, lass mich weiter erzählen. Shorey hielt bis zum Ende ihrer Schwangerschaft durch, sodass das Kind überleben konnte. Sie litt mehr, als ich ertragen konnte. Am Tag, als die Wehen einsetzten, war ich mit ihr allein. Die Geburt unserer Tochter war zu viel für sie. Es brachte sie um. Ich beerdigte sie noch am selben Abend. Ich wollte für mein kleines Mädchen ein besseres Leben, ein anderes Leben. Ich schwor bei den Sieben, dass sie nicht wie ihre Mutter enden würde, dass sie nur das Beste haben sollte. Am nächsten Tag verließ ich unser Heim, mit allem, was mir noch geblieben war, auf den Rücken geschnallt, um mein Kind für den Glauben taufen zu lassen. Ich wanderte mehr als 3 Wochen, gab meinem kleinen Mädchen so gut es ging zu essen und betete jeden Tag, dass sie überleben würde. Endlich erreichte ich Königsmund. Ich kniete vor dem wundersamen Dom aus Kristall und Gold der großen Septe. Drinnen begrüßte mich ein alter Septon. Ich erzählte ihm meine Geschichte und gestand alles. Er hörte aufmerksam zu. Ich weinte mich an seiner Schulter aus und er tröstete mich mit beruhigenden Worten. Danach nahm er meine Tochter, um sie sich anzusehen. Er bat einen Diener, ihm etwas Ziegenmilch zu bringen. Und dann verstand ich. Der alte Mann war nicht nur ein Septon. Er war der hohe Septon persönlich. Wirklich? Ja. Er sagte, wenn ich mich selbst dem Recht des Königs stellen würde, würde er sich um meine Tochter kümmern. Er würde persönlich dafür sorgen, dass sie ein gutes Leben hätte. Und du hast dich geopfert? Ohne mit der Wimper zu zucken? Ja, ich gab ihnen mein kleines Mädchen und lieferte mich dem Recht des Königs aus. Als sie mich hereinbrachten, gab mir der hohe Septon seine Halskette. Für mich repräsentiert sie meine Absolution. Eine unglaubliche Geschichte. Ja, aber deine war auch nicht schlecht. Jeder eingeschworene Bruder hat seine eigene Geschichte und keine davon ist erfreulich. Was ist mit dir, Maus? Warum bist du zur Mauer gekommen? Ich kann jetzt nicht reden, Patrick. Es gibt Angelegenheiten, um die ich mich kümmern muss. Ich muss gehen. Ich drücke diesmal ein Auge zu. Aber bleibt nicht mehr so lang. Wir trinken nur noch eine Runde und dann sind wir weg. Ich verspreche es. Nun gut, jetzt haben wir einiges erfahren über ein paar eingeschworene Brüder. Und da sieht man halt auch, dass das eben nicht bloß Halsabschneider, Diebe und Mörder sind. Ich meine, in dem Fall irgendwie doch schon, aber die Beweggründe sind halt manchmal recht interessant. Und ich gucke auf die Uhr, der Part ist leider schon wieder zu Ende. Also es kribbelt ein bisschen in den Fingern weiter zu spielen. Ich werde das auch tun, aber ihr kriegt das dann erst morgen mit. Tschüss, Leute.